Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Mal wieder am Bahntor. Und zwar wird jetzt erstmal Luft gemacht im Fahrgastabteil. Dafür habe ich hier schon mal einige Bleche liegen. Das ist der Träger. Der soll neu verbaut werden. Das ist das Blech in dem Werkzeugfach. Und hier das ist das Blech im Rathaus, die Rahmenverstärkung. Ja, dann haben wir noch das hier liegen, das ist die vordere Querwand. Ja, werde ich mich jetzt mal dazu machen und werde hier das alles raustrennen. Inklusive der Rathäuser. Weil die Rathäuser haben es so weit hinter sich. Man kann es natürlich noch mal retten, weil Bahndorzeug wächst ja auch nicht auf dem Baum. Und ja, wird natürlich gut aufbewahrt, rausgetrennt und gut aufbewahrt. An den Kanten, wo ich es hier rausschneide, also ich muss es nicht rausbohren, weil die Kante müsste man sowieso neu machen, wenn man es irgendwo wieder neu einschweißt. Und hier hinten schneide ich auch vorsichtig entlang gerade. Ja, und das ist Werkzeugfach. Das müssen wir retten. Ihr seht ja, auf der Seite ist es eigentlich noch gut erhalten, aber da drüben ist es nicht mehr so schön, gell? Ja, und das muss natürlich repariert werden. Drüben die Seite natürlich wird dieselbe Arbeit dann gemacht, aber jetzt erstmal auf einer Seite. Außerdem, der Träger, das ist selbstgebaut, der kommt raus und dafür kommt dann der Originale, der da liegt, rein. Ja, dann muss dieses Blech hier nochmal raus, weil der Boden beim Bahntor kommt zwischen das Blech und das untere Blech. Deswegen muss ich den nochmal rausmachen. Ja, naja gut, ist halt jetzt so. Ja, und man sieht ja hier hinten, das ganze Blech hier, das ist das, was dann neu kommt. Der Rahmen selber bleibt natürlich stehen. Der ist ja in Ordnung. Ja. Dann will ich mich jetzt mal dran machen und will das Ganze mal vorsichtig raustrennen. Viel Spaß beim Flexen. So, Radkasten erfolgreich entfernt und den kann man natürlich wieder fit machen. Ja, aufheben tun wir auf jeden Fall. Hier habe ich jetzt entlang geschnitten, weil hier ist ja eine Lasche dran. An die Lasche kommt natürlich später das neue Blech auch. Muss ich das noch ein bisschen biegen. Weil da hängt ja was anderes mit dran, was nicht mit weg soll. Das nach hier hinten zu rausschneiden. Man sieht hier von dem Heizungskasten, da ist so gut wie nichts mehr übrig. Also von dem Blech, was hier unten normal drin ist. Das fehlt komplett. Nur noch Bruchstücke. Ja, wollen wir weitermachen. So, diese Kante hier habe ich jetzt komplett geöffnet. Jetzt sieht man von innen, dass da dieses Werkzeugfachteil mit angepunktet ist. Und die schneide ich jetzt hier unten, schneide ich das so ab und schleife dann später hier die Kante weg. Ja. Und hier hinten muss ich jetzt eine Arbeit machen, das mache ich gar nicht so gern. Da müssen jetzt die Schweißpunkte hier aufgebohrt werden. So, das kommt jetzt als nächstes. Und dann wird das Fach immer, immer mehr frei, 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 frei.
wieder ein Stück weiter draußen. Wenn jetzt mal da reinguckt, sieht man noch ein bisschen von dem Kofferraumboden. Nicht mehr viel, aber ein bisschen was ist noch da. So, jetzt können wir es schon fast rausnehmen. Jetzt hängt es eigentlich nur noch, da es ja hier drüben schon komplett losgerostet ist, hängt es jetzt eigentlich nur noch hier hinten an der Kante, wo ich jetzt die Speisepunkte aufbohren werde. Ja, und dann geht der Werkzeugkasten raus. So, es lässt sich doch erstaunlich gut ausbohren. Das ist schon fast los. Könnte da liegen, dass das Blech wie Papier ist. Naja, aber hier habe ich wenigstens jetzt die Kante dran, um Maß zu nehmen. Ich muss sie ja sowieso zum Teil neu machen. So, dann geht's mal weiter. So, wie ihr es seht, seht ihr jetzt hier nichts mehr. Das Ding ist raus. Da ist es noch hochgeklappt. Hier unten hängt es noch ein bisschen an dem Rest von dem Blech hier. Dem schneide ich jetzt noch ab. Ja, ist es doch schon. Und von unten seht ihr ja, ist das Blech gar nicht so schlecht. Das ist hier unten das letzte Eck. Und das repariere ich. Und hier drüben das natürlich. So, ihr lieben Leute, es ging weiter, es ging voran. Alles ist draußen, wie ihr seht. Werkzeugfach, hier vorne diese Querwand überm Scheinwerfer, unterm Scheinwerfer. Und ja, hier seht ihr jetzt schon den neuen Träger. Der ist schon eingepasst. Ich habe natürlich vorher alles in Ware gebracht. Hab dann hier noch dieses Teil eingeschweißt, mit dem ich das etwas stabilisiere. Hab dann hier an der Achse, wo die Achse befestigt wird, das Teil hier mit passend gebohrt auf 70 cm, dass der Träger nicht wegklappen kann oder irgendwas. Und hab das da drüben natürlich auch verschraubt. Ja, jetzt ist diese Strebe hier dazwischen. Genau. Und jetzt habe ich hier vorne den Wagenheber drunter stehen. Damit konnte ich genau das Maß ermitteln. Ja, und jetzt sitzt schon mal der neue Träger hier drin. Verschweißt ist er noch nicht. Habe erstmal alles in Waage gebracht, in Position. Wenn ich die Tür zumache, das passt auch das Spaltmaß. Von der Tür, das passt auch. Ja. Jetzt werde ich mich da dran machen und werde hier innen dieses ganze Teil von dem Rahmen raustrennen. Da liegt ja schon das Neue. Das kommt dann da dran. Ja, genau. Also wird jetzt erst noch mal eine Menge geschliffen und dann kann das neue Teil da reinwandern. Und der Träger verschweißt werden. Und dann das Ganze auf der anderen Seite. Da ist das alte halt noch alles drin. Jo, und da kommen wir das nächste dazu. Jetzt aber erstmal wird hier ordentlich geschliffen und geschnitten. Schleifhexe warm laufen lassen, los geht's. So, ich bin jetzt hier dabei und schleife dieses Teil hier auf. Hab eben angefangen und mir ein Guckloch reingeschnitten. Da muss ich erstmal von außen gucken, weil ich denke, das gibt's ja nicht. Das sieht ja aus wie neu hier oben. Über 30 Jahre im Wald gelegen, hier oben der Rahmentop, da unten auch. Alles hundertprozentig. So muss das sein. Das ist natürlich undankbare Arbeit, hier das alles abzufummeln. Hier unten, das steht mir noch bevor. Ja. Und dann liegt ja hier schon das neue Teil. Das wartet schon auf den Einbau. Das kommt dann dran, dann kommt hier vorne der Rahmen wieder dran. Jo. Und da geht so seinen Weg alles, gell? Genau. Super, geht alles hundertprozentig.
Hätte ich mir nicht besser vorstellen können. Einwandfrei. So, ihr lieben Leute. Es wird. Der Rahmen ist angepunktet. 1000 Mark gemessen, getan, getan, gemacht, getan. Es passt. Und jetzt wird hier verschweißt. Ja, einmal hier vorne, einmal dort. Genau, so wird's gemacht. Auf geht's. Ein Stück weiter. Rahmen ist drin. Einwandfrei. Passt hundertprozentig von den Maßen, was ich all gemessen habe. Von den Winkeln. Es ist in Waage. Der Abstand stimmt. Also alles perfekt. Morgen oder, naja gut, jetzt beim nächsten Mal geht's dann hiermit weiter. Da kommt das tolle Teil rein. So, wie ihr seht, das Stehblech sitzt, passt einwandfrei und jetzt wird das gute Stück mal angepunktet mit der Punktschweißzange. Genau, mal sehen, ob es schafft durch die zwei dicken Bleche, aber ich gehe doch mal stark von aus. Das ist noch alte deutsche Wertarbeit. So, hier nochmal von innen das Ganze. Das passt jetzt. Na, siehst du es denn? Kein Problem für die alte Punktschweißzange. So, das gute Stück sitzt. Rahmen ist drin. Jetzt muss erstmal die andere Seite gemacht werden. Ich zeige euch das nochmal von innen. Natürlich müssen jetzt ein paar Ecken noch mit einem normalen Schutzgasschweißgerät geschweißt werden. Da nehme ich euch jetzt nicht zu mit, weil das habt ihr ja nur oft genug gesehen. Ja, und dann geht's dann weiter mit drüben der Seite. Bei drüben der Seite brauche ich euch ja nicht mitzunehmen. Ihr habt sie auf der Seite deutlich gesehen, wie es funktioniert. Und weiter geht's dann, wenn das Werkzeugfach repariert ist, die Sitzbox oder wie man es auch immer nennen will. Ja, und wenn die Radkästen da sind, dann geht's hier weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Kanal abonnieren und weiter auf tolle Bando-Videos freuen. Bis dann, ihr Lieben. Tü, 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 tü.